Hey, meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem T54 Mod 1 und Captain Alp, also ein Replay. Er spielt nicht allein, sondern er ist hier im Zug mit zwei seiner Kollegen, und zwar vom Clan Frack, einmal eine Arty und einmal ein FV4202P. Also von dem her hat er hier Unterstützung. Der T54 Mod 1 ist für mich auch einer der besseren Premium-Panzer auf seiner Stufe. Also wird auch von vielen gerne gespielt. Und ich denke, wir werden hier auch gleich sehen, warum. Potenzial hat er definitiv. Und natürlich ist es schön, wenn man Top-Tier ist, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Er hat natürlich, so wie die meisten oder wie eigentlich alle neuen Panzer im Premium-Bereich, kein verbessertes Matchmaking. Das heißt, hätte auch genauso gut ein 10er-Gefecht sein können. Aber nein, er ist hier 8er. Und jetzt scheint er sich ranzuschleichen. Nee, da kommt er nicht drauf. Hier so ein bisschen von der Seite auf die TDs da. Ui, dass der daneben gehen kann. Auch nicht so... Ja, da oben ist es auch nicht so einfach, wie man sieht schon an der Färbung vom Crosshair. Aber jetzt klappt es besser mit dem Nachbarn. So, dann eine Su 152. Ah, der sucht sich aber auch nur die schweren Schüsse aus, du. Ich will einfach vorgefahren und genau wird den Crumble einfach eine geben. So, geht doch viel leichter. So, der Cromwell haut jetzt auch ab. Aber keine Chance mehr. Der Cromwell, du bist weg, mein Freund. Gegner steht schon im Cap. So, und da ist die Su. Aber er kommt nicht wirklich drauf da. Und dann prallt er ab. So, jetzt lässt er die Su Su sein. Nimmt jetzt den Bulldog. Nein! Ernsthaft? Was macht denn der T20? Der lässt den Bulldog, den ignoriert er ja mal vollkommen. Auch interessante Art und Weise. So, Su hat jetzt geschossen. Dementsprechend kann er jetzt mal auf die Su mal ein bisschen sich konzentrieren. Weil man sieht, die Su lädt schnell nach, hat auch nicht die, in Anführungszeichen, ganz schlimme Kanone. Wobei die auch schon auf dem Bereich unangenehm ist. 390 Schaden, ja. Oder hier in dem Fall 405 sogar. Der Cheeto. Vierter Kill. Das läuft wie am Fließband. T3485 bekommt jetzt auch nochmal eine Packung. Ja, der war schön. Der war schön. Dann noch ein T3485. Den kommt er jetzt nicht. Oh, da. Du kannst mir ja nicht sagen, dass er den Schuss. Alter Verwalter. Hat er echt den Schuss so gemacht? Hätte ich nicht gedacht, du. Aber der Krieger ist schon da. Da ist Arti Nummer 1. Weg damit. Arti Nummer 2 schaut gar nicht auf ihn. Jetzt guckt die Arti. Ah, ne, Arti will wegfahren. Macht er sogar. Ne, war er gar nicht. Ich dachte schon, es wäre sein Kill. Aber der war ja so zeitgleich. So. Jetzt hat er hier genug gekillt. Jetzt kann er dann oben auf den Hügel fahren und von da aus wirken. Ah, da hat die Lorraine gut getroffen. Und die will er jetzt auch unterstützen. Aber Lorraine ist leider jetzt gerade von uns gegangen. So, den KV-3... Ah, da wollte er auf die Kommandantenkuppel gehen, aber der ist nicht so leicht. Oh, jetzt macht der T32 jetzt sehr gut. Deckt jetzt nämlich den KV-3 ab. Und er wiederum setzt jetzt so, dass er da kein freies Schussfeld für den KV-3 gebietet hat. Geboten hat, so. Ist er mittlerweile verstorben. T32 scheitert jetzt schon extrem an seiner Panzerung. Auch kurios. So, hat jetzt hier wieder die Kette heile.
Ja, der T32, eigentlich müsste er jetzt hier im 1-on-1 deutlich besser bestehen. Und jetzt kommt noch ein IS-3A an. Aber mit was für einer Vehemenz der ankommt. Jetzt bietet er ihm auch hier noch die Seite an. Ja, nicht schlecht. 10 Kills. Was soll ich da noch großartig sagen? Und er hat auch ein bisschen Premium geschossen, aber er macht am Ende noch in der Runde so viel Gewinn. Da ist das Premium-Schießen, was er da gemacht hat, das ist immer noch eine gute Credit-Ausbeute gewesen. Alter Verwalter. So. Nein, er verschießt. Auto-Aim. Rammen. Oder? So, und jetzt... Man sieht, im Rammen ist er kein Monster. Aber mit der Kanone kann er's. 4.970 Schaden, 2.760 hat er abgeprallt, 11 Zerstörungen und 1.663 Basis-XP mit 87.000 Credits am Ende rausbekommen. Ja, not bad, not bad, T54 Mod 1, glaube ich, kann man immer wieder spielen und zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß und hoffentlich weiterhin schöne Einschaltquoten durch euch bei mir, Alcaramba. Tschüssikowski.